Willkommen bei Siezer Sport TV. Der TSV St. Johann spielt heuer bereits die 13. Saison in der dritthöchsten Spielklasse Österreichs. Und diese Woche folgt für die Mannschaft von Ernst Lottermoser das Spiel des Jahres. Am kommenden Wochenende treffen seine Jungs im ÖFB Cup auf den österreichischen Rekordmeister SK Rapid Wien. Gespielt wird am Sonntag um 17.30 Uhr im 2016 neu eröffneten Allianzstadion. Was für ein spektakuläres Los für die Pongauer. Heute zu Gast haben wir den 25-jährigen Dominik Waltl, der seit seinem 6. Lebensjahr das Tor hütet und schon jetzt seine 5. Saison beim TSV St. Johann bestreitet. Waltl freut sich, wie auch seine Mannschaftskollegen, schon brennend auf dieses bedeutungsvolle Spiel. Welchen Stellenwert hat dieses Cupspiel für den TSV St. Johann? Womit dürfen die Fans bei diesem Spiel rechnen? Was waren deine ersten Gedanken, als du von diesem Hammerlos gehört hast? Ja, natürlich einen riesengroßen Stellenwert. Und man muss ja sagen, das ist nicht nur eine Meisterschaft, was du sonst immer hast, natürlich auch sehr wichtig. Und aber ÖFB Cup und dann Rapid auch noch, das hast du einfach einmal im Leben und dann in Wien auch noch im Stadion. Und natürlich ein riesengroßer Stellenwert. Ja, unsere Fans können sicher rechnen mit dem, dass wir alles geben, uns Vollgas reinhauen, mit Leidenschaft dabei sein und einfach das Beste daraus machen und natürlich ohne Druck reingehen. Und das ist einfach für den Fußballer am schönsten. Ja, meine ersten Gedanken waren schon super, muss ich sagen. Also Riesenfreude und natürlich auch eine Chance für jeden Einzelnen. Und da kann man eigentlich nur gewinnen in so einem Spiel. Ja, also ich hoffe natürlich schon. Aber bei dem Profiverein, ich glaube, dass die einfach schon so routiniert sind und die wissen auch, dass gegen uns vielleicht eventuell schwer werden wird. Und unterschätzen weiß ich nicht, ich hoffe es. Danke, Dominik Waltl. Wir wünschen dir, deiner Mannschaft, für Sonntag alles Gute und ein spannendes Spiel. Danke.